In diesem Video generiere ich Objekte mit einer Klasse. Jedes Objekt soll sein eigenes x und y haben, mit eigenen Werten. Und damit möchte ich Kreise auf dem Canvas platzieren, an zufälliger Stelle. Und die Kreise sollen sich auch bewegen, ebenfalls in zufälliger Art und Weise. Und dazu schreibe ich jetzt eine Klasse, die ich Random Walker nenne. Und der Name der Klasse, den schreibe ich groß und dann geschweifte Klammern. Die große Schreibweise dieses Klassennamen, die hat sich etabliert, das ist eine Konvention, das ist auch in Python so. Und dann kommt zwischen diese geschweiften Klammern die Constructor-Funktion. Mit runden Klammern danach, diese könnten Argumente enthalten, das brauche ich im Moment nicht und ich zeige dann in einem weiteren Video, wozu das dienen könnte. Und dann definiere ich alle Eigenschaften, die dann jedes einzelne Objekt kriegt. Also ich möchte ein x und ein y. Diese Constructor-Funktion, die wird jedes Mal, wenn ich diese Klasse aufrufe, wird diese Constructor-Funktion ausgeführt und weist dem Objekt, das entsteht, seine Eigenschaften zu. Und jedes Objekt, das entsteht, wird als Instanz dieser Klasse bezeichnet. Instance auf Englisch. Und jede Instanz hat seine individuellen Werte. Und darum schreibe ich hier nicht einfach x und y, sondern this x und this y. Und damit ist gemeint das individuelle x jeder einzelnen Instanz. Und dem weise ich mit einem Gleichzeichen einen Wert zu. Also hier keine Doppelpunkte und keine Kommas, wie in der Objektschreibweise, sondern wir schreiben hier nicht ein Objekt, sondern eine Funktion, die ein Objekt generiert. Hier schreibe ich random und dann einen zufälligen Wert zwischen 0 und der Breite des Canvas und das gleiche für die y-Funktion zwischen 0 und der Höhe des Canvas. Und damit kann ich beginnen, Objekte zu generieren. Wenn ich die Klasse außerhalb der Setup-Funktion aufrufe, dann kriege ich ein Problem, weil im globalen Scope, also im allgemeinen Scope, außerhalb dieser Setup- und Draw-Funktionen, die P5-Funktionen wie random oder die Variablen Width und Height unbekannt sind. Deswegen muss ich auch hier zuerst eine Variable deklarieren und dann kann ich erst dann innerhalb der Funktion foo dieser Variablen einen Wert zuweisen. Und da schreibe ich new random walker mit runden Klammern am Ende, die noch keine Argumente enthalten. Und das gibt mir die Möglichkeit, dann in meiner Konsole diesen Variablennamen zu tippen und Enter zu drücken. Und dann sehe ich die Werte, die diese Instanz kriegt. Und damit kann ich in der Draw-Funktion zum Beispiel eine Ellipse zeichnen. Und jetzt habe ich hier einen Punkt an einer bestimmten Stelle. Jetzt möchte ich natürlich ganz viele Punkte und ich möchte die Punkte oder die Kreise nicht in der Draw-Funktion schreiben, sondern ich möchte sie mit einer Methode zeichnen lassen. Und zuerst stelle ich jetzt einmal diese Instanzen her und schreibe dazu einen leeren Array, den ich dann in Setup befülle. Und als Wert nehme ich hier einen leeren Array und dann schreibe ich einen Loop for let i gleich 0, solange i kleiner als 100 ist, sollen Iterationen gemacht werden und nach jeder Iteration soll i um 1 erhöht werden und in jeder Iteration soll diesem Array myRandomWalkers etwas angehängt werden und was wird angehängt? Eine neue Instanz von RandomWalker. Das sollte mir
einen Array geben, der mit 100 Instanzen befüllt ist. Das kann ich in die Konsole schreiben und ich sehe dann auch diesen Array. Wenn ich den aufklappe mit dem kleinen Pfeil, dann sehe ich all diese x- und y-Werte, die sich von Instanz zu Instanz unterscheiden. Und jetzt möchte ich eine Methode, damit ich das zeichnen kann. Diese Methode schreibe ich direkt unter den Constructor. Also die Constructor-Funktion enthält die Eigenschaften und die Methoden, die schreibe ich unten hin, indem ich direkt den Namen der Funktion schreibe, der Methode. In diesem Fall nenne ich sie Show. Auch diesen Namen wähle ich selber. Runde Klammern und dann geschweifte Klammern und dann was geschehen soll, nämlich eine Ellipse zeichnen. Und die Ellipse soll an den Punkt x und y der jeweiligen Instanz gezeichnet werden. Also auch hier muss ich schreiben this x und this y, nicht irgendein x und irgendein y, sondern das der jeweiligen Instanz. Und dann eine Größe, zum Beispiel 10. Und dann kann ich das benutzen, um in der Draw-Funktion zu zeichnen. Also ich kann hier zum Beispiel schreiben, my random walkers, den Array mit dem Index 0, also der Eintrag mit dem Index 0, das ist dann das erste Objekt im Array. Und dort kann ich die Show-Methode aufrufen und kriege ich so einen Punkt. Und damit ich die Punkte aller Arrays kriege, schreibe ich auch einen Loop durch den Array und schreibe for let i, ich nehme den gleichen Namen für die Iterationsvariable wie oben, solange i kleiner ist als die Länge des Arrays, soll es Iterationen geben und i soll nach jeder Iteration um 1 erhöht werden. Und dann soll nicht einfach das erste, sondern ich nehme dann die Iterationsvariable als Index und bewege mich so durch die Objekte in diesem Array und rufe für jedes Objekt seine Show-Methode auf. Und dann kriege ich all diese Kreise. Und jetzt möchte ich noch eine weitere Methode, eine, die die Position jeder Instanz ein bisschen verändert. Dazu schreibe ich in die Klasse RandomWalker noch eine weitere Methode und ich nenne sie UpdatePosition. Und dort sage ich, dass das X, die X-Eigenschaft jeder individuellen Instanz erhöht werden soll um einen zufälligen Wert zwischen 0 und 2. Und von diesem zufälligen Wert ziehe ich 1 ab. Das ergibt mir einen Wert zwischen 1 und minus 1. Also wenn ich zufälligerweise 0,5 kriege und davon 1 abziehe, dann habe ich minus 0,5. Also so kann dieser Wert, den ich zum x dazu zähle, entweder positiv 1 sein oder negativ minus 1. Und das gleiche mache ich mit y. Und wenn ich jetzt diese Methode UpdatePosition aufrufe, dann kriege ich neue Werte für x und y, die entweder ein bisschen höher oder ein bisschen tiefer sind. Dann gehe ich wieder in meinen Drawloop und rufe dort, nachdem ich die Show-Methode aufgerufen habe, die UpdatePosition-Methode auf. Und das führt dann zu solchen Kreisen, die sich zufällig nach oben, unten, links oder rechts bewegen. Und so hat jede Instanz des Objekts sein eigenes x und y und jedes Mal, wenn ich Update Position für diese Instanz aufrufe, ändert sich diese individuelle Position ein bisschen. Aber steuern, wie sich diese Objekte verändern, kann ich, indem ich in diese Klasse schreibe und dort die Show- und Update-Position-Methode verändere oder indem ich weitere Methoden dazu nehme.
Und alles, was diese Instanzen betrifft, diese einzelnen Kreise, das kann ich in dieser Klasse bearbeiten. Und das ist losgelöst vom Rest meines Programms, von der Setup-Funktion und von der Draw-Funktion. Ich sage in der Draw-Funktion zwar, welche Methode ich aufrufe, aber was genau passiert, ist Sache des jeweiligen Objekts bzw. der Klasse.